Notaufnahme in diese Steinhöhle gebracht, ja, und dort erstmal notärztlich versorgt. Ja, er ist ja nicht tot. Sodass Hinweise vorhanden sind, dass er nicht tot ist, ja, dass er auch nicht notwendig wieder auferstanden sein muss, sondern er ist nach Indien ausgewandert. Nein, ich meine nicht sofort, sondern tatsächlich findet das sogenannte Pfingstereignis, das heißt, er wird sozusagen nach der Notaufnahme kommt er sozusagen in die Hand der Essener, die ja große Medizinkundige waren und war sozusagen im Hospital. Nach 40 Tagen ist er geheilt und wird geheilt entlassen und erscheint seinen Jüngern natürlich als ein Wunder der Wiederauferstehung. Ja? Nicht, in Wirklichkeit war es nichts anderes, als er nun... Er war verschont. Er war verschont. Auch dies mag der Geheimdienstler Ischariot, ja, das Judas, ja, organisiert haben. Richtig. Und die Essener selbst waren ja ein geheimer Bund, der solche Sachen durchführen konnte. Und die Frau von Josef von Arimathäa war eine Freundin der Frau von Pilatus. Pontius Pilatus, der, wie man aus anderen Quellen weiß, durchaus bestechlich war. Das heißt, er wird das Ganze nicht umsonst durchgeführt haben. Josef von Arimathäa ist reich. Sehr reich. Sehr reich. Er sorgt ja auch dafür, dass die Kinder Jesu mit Maria von Magdala nach Südfrankreich entkommen. Wo sie die Kernquelle des blauen Blutes für den europäischen Adel bilden. Richtig. Ja? Der dieses Blut dann mühselig wieder nach Jerusalem zurückbringt im Wege der Kreuzzüge. Ja. Aber wichtig ist vor allem die Entstehung dieses eine Idee des blauen Blutes, dieses Adelsblutes, das sich eben auf Jesus, also auf Abraham berufen kann, ja. Es ist ja so. Aus dem Hause David, ja. Das ist ja der Schlüsselpunkt für den europäischen Adel, das Blut aus dem Hause David. Und das ist geringfügig anders. Es kommt ja noch etwas hinzu, dass der Engel, ja, bei der Geburt, der ja. zur Geburt der Maria beiträgt. Ja, ja, sagen wir so. Noch etwas hinzubringt. Die DNA, ja, die im Schweißtuch der heiligen Veronika nachweisbar ist, ist ja um eine Nuance außerirdisch. Ja, wobei dieses Schweißtuch der Veronika ja eine sehr strittige Geschichte ist. Aber es gibt ja auch noch andere Quellen, ja, sozusagen, die angesichts der Klonbarkeit, ja, dieser Dinge, ja, zeigen, es ist nicht genau dasselbe Blut wie sonst. Eben. Und deswegen. Aber blau ist es nicht. Nein, das würde ich auch. Das blaue Blut ist eine gotische Erfindung. Ja. Der Ausdruck blaues Blut. Ja. Wieso? Das ist eigentlich mehr, dass die durch die Degeneration dieses Uradels die Leute sehr hervortretende Adern hatten, die man sozusagen blau auf der Hand sah, ja, und dann sagte, da drin ist blaues Blut. Ach so. So ist das entstanden. Ja, wenn man mal reinschneidet, merkte man, es war rot. Wenn man hineingeschnitten hätte, hätte das man gemerkt. Das durfte man aber beim hohen Adligen nicht. Nicht. Also jedenfalls, so entstand die Idee des blauen Blutes. Ja? Das ist eine Erfindung der Romantik. Am nächsten Morgen erschien er seinen Jüngern. Und sie sagten zu ihm, Meister, wohin bist du gegangen? Was hast du getan? Warum bist du von fortgegangen? Jesus sagte zu ihnen, ich ging zu einem großen und heiligen Geschlecht. Seine Jünger sagten zu ihm, Herr, was für ein großes Geschlecht ist das, das erhabener und heiliger ist als wir? Als Jesus nun dies hörte, lachte er. Er sagte zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen über dieses starke und heilige Geschlecht nach? Wahrlich, ich sage euch, kein Spross aus diesem Reich wird jenes Geschlecht sehen. Und kein Engelsheer der Sterne über jenes Geschlecht herrschen. Und kein sterblicher Menschenspross wird ihm angehören können. Denn jenes Geschlecht stammt nicht aus diesem Reich, das entstanden ist. Das Geschlecht der Menschen, die unter sich sind, stammt aus dem Geschlecht der Menschheit. Ja, das ist jetzt dieser Bezug. Hier handelt es sich so um eine vorweggenommene Pfingstgeschichte,
Ja, es ist also nicht am nächsten Morgen nach der Kreuzigung, denn da treffen die Jünger ja Jesus nicht an. Es sind ja nur zwei Vertraute, die zu dem Grab eilen und es leer finden. Ja, sondern das ist jetzt 40 Tage später, nach der Heilung und bevor dem Weggang Jesus überhaupt für die Jünger aus dieser Welt. In Wirklichkeit ist er wahrscheinlich nach Indien gegangen, wo er auch, ja, auch sich Spuren finden lassen. Es gibt ja Spuren für diese Reise, auf der er übrigens von Maria, seiner Mutter, begleitet wurde. Das Evangelium nach Judas 1. Als er auf der Erde erschien, vollbrachte er Zeichen und große Wunder zur Rettung der Menschheit. Denn obwohl einige weiterhin den Pfad der Gerechtigkeit beschritten, beschritten andere den Weg ihrer Missetaten. Daher wurden 12 Jünger berufen und er begann mit ihnen über die Geheimnisse jenseits der Welt zu sprechen und über die Dinge, die am Ende geschehen werden. Häufig aber offenbarte er sich seinen Jüngern nicht selbst, sondern du fandest ihn als Kind in ihrer Mitte. Und er weilte mit seinen Jüngern in Judäa. Das ist ein schönes Bild. Ja. Als Kind in seiner Mitte, Jesus, als Kind sozusagen spielend, damit zeigt er eigentlich, wessen Geistes Kind er ist. Das heißt, der Judas hat hier einen Grad, ja, der Abbildung, ja. Ja, den die anderen nicht haben. Genau. Zwei, eines Tages fand er sie beisammen sitzen und sich in Frömmigkeit übend. Als er auf seine Jünger zuging, wie sie beisammen saßen und die Danksagung über das Brot sprachen, lachte er. Die Jünger sagten zu ihm, Meister, warum lachst du über uns? Was haben wir denn getan? Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich lache nicht über euch. Ihr tut dies nicht einmal aus eurem eigenen Willen, sondern ich lache, weil mit dieser Danksagung euer Gott Lobpreis empfangen will. Meister, du bist der Sohn unseres Gottes, sagten sie. Jesus sagte zu ihnen, meint ihr wirklich, ihr kennt mich und... Woran? Wahrlich, ich sage euch, kein Geschlecht von den Menschen, die unter euch sind, wird mich jemals kennen. Als aber seine Jünger dies hörten, begannen sie ungehalten und zornig zu werden und ihn in ihrem Herzen zu verfluchen. Das heißt, die 12 werden hier im Judas-Evangelium sehr negativ dargestellt. Als Ungläubige. Ja? Als Ungläubige, die im Herzen Kleingeister. Als aber seine Jünger hörten, begannen sie ungehalten und zornig zu werden und ihn in ihrem Herzen zu verfluchen. Als aber Jesus ihre Torheit sah, sagte er zu ihnen, warum lasst ihr euch von eurem Zorn verwirren? Euer Gott, der in euch ist und euch seine... Und seine, hier ist ein Fragment, ja. Ja, hier ist was durch diese Vereisung, ja, durch das Einfrieren, ja. Ist der Text kaputt. Ja. Sind ungehalten, zusammen mit euren Seelen. Wer von euch Menschen stark ist, der bringe den vollkommenen Menschen hervor. Und trete vor mich hin. Das meint er wieder spöttisch. Ja, wie sollen die den vollkommenen Menschen hervorbringen? Nein, deswegen ist es eine Abgrenzung. Der trete vor mich hin. Er ist vollendet. Gott ist vollendet, ja. Aber doch keine Menschen sind vollendet. So ist es. Und sie sagten alle, wir sind stark. Ihr Geist aber hatte nicht den Mut, vor ihnen hinzutreten, außer Judas Iskariot. Er vermochte es, vor ihnen hinzutreten, obwohl er ihm nicht in die Augen blicken konnte, sondern das Gesicht abwandte. Judas sagte zu ihm, ich weiß, wer du bist und von welchem Ort du gekommen bist. Du bist aus dem Reich der unsterblichen Barbelo gekommen. Ich aber bin nicht würdig, den Namen dessen auszusprechen, der dich gesandt hat. Ha, das sagte Judas. Ja. Der sagt, du, Jesus, bist auf dem Lande der Barbelo gekommen. Ja? Und ich kann dir die Geheimnisse des Königreichs sagen. Also, Judas sagte zu ihm, ich weiß, wer du bist und von welchem Ort du gekommen bist. Du bist aus dem Reich der unsterblichen Barbelo gekommen. Ich aber bin nicht würdig, den Namen dessen auszusprechen, der dich gesandt hat. Man kann nicht einfach leichtfertig Gottes Name sagen. Ja? Das ist eine althebräische Tradition.
Jesus, der erkannte, dass Judas noch mehr solche erhabenen Dinge wahrnahm, sagte daraufhin zu ihm: Trenne dich von ihnen. Ich werde dir Geheimnisse des Königreichs sagen. Ich werde dir die Geheimnisse des Königreichs sagen. Du kannst dorthin gelangen, aber du wirst viel Kummer erleiden, denn ein anderer wird deinen Platz einnehmen, damit die 12 Jünger wieder vollzählig werden in ihrem Gott. Wobei Gott hier in Anführungszeichen gesetzt ist, das heißt in ihrer... Die haben ein falsches Bild. Ja, in ihrem Verein. Ja. Ja, es ist eine Vereinsmeierei, die hier angekreidet wird. Die stellen sich da was vor, ja? Ja. Hat aber gar nichts zu tun mit der Sache selbst. Eben. Und Judas hat aber eine Ahnung. Ja. Er ist also nicht nur Geheimdienstchef dieser Gruppe, ja, gegenüber Dritten, ja, sondern auch in Bezug auf das,